Wie nennt man das? Dieses Gefühl, nicht richtig da zu sein. Unmotiviert, seltsam melancholisch oder sogar etwas traurig. Irgendwie kaputt und antriebslos, obwohl draußen die Sonne scheint. Das Leben bebt. Die Menschen tummeln sich in den Parks und Innenstädten. Ausgelassen, badend, jung und alt, genießen die scheinbare Leichtigkeit des Sommers. Nur ich sitze am Rand und schaue zu. Ich spüre keine Leichtigkeit. Fühle mich als Außenseiter. Komme mir blöd vor. Es ist Sommer, meine liebste Jahreszeit. Darauf habe ich den ganzen langen Winter gewartet. Die ganzen ewig langen, dunklen, kalten Monate habe ich mich auf diesen Moment hingesehnt. Fantasiert, wie es wäre, am See zu liegen, die Sonnenstrahlen zu spüren. Endlich etwas zu unternehmen, aus meinem Loch zu kriechen und das Leben auszukosten. Und nun ist dieser Moment gekommen. Aber ich bin immer noch dieselbe. Der Sommer bringt nicht die erwartete Stimmungsveränderung. Und das macht mich noch trauriger. SAD. Seasonal Affective Disorder. Auch saisonal abhängige Depression. Tritt besonders häufig im Winter auf, wenn der Körper aufgrund von geringerer Sonneneinstrahlung weniger Vitamin D produziert. Es kalt und dunkel ist und wir uns aufs Überwintern einstellen. Ich fühle mich dann oft wie ein Eichhörnchen, das in den Winterschlaf geht. Mein Körper fährt runter, ich habe weniger Energie, schlafe viel, bin weniger produktiv und fresse mir einen kleinen Wintervorrat an. Und dann warte ich auf den erlösenden Sommer, der all meine Probleme löst und mich endlos glücklich macht. Diese Erwartungen sind wohl zu hoch. Denn obwohl ich den Sommer liebe, bin ich nicht glücklicher als noch vor ein paar Monaten. Ganz im Gegenteil. Jetzt fühle ich mich auch noch doppelt schlecht. Ich denke, ich müsste doch etwas erleben. Die kurze Zeit nutzen. Raus, raus, raus. Aber mit wem eigentlich? Ich habe kaum soziale Kontakte. Liegt vielleicht auch an mir. Ich war noch nie gut darin, Freundschaften zu halten. Hinzu kommt, dass all meine Freunde und Bekannten in anderen Städten wohnen. Man sich also nur selten sieht. Ich nun mal auch keine 14 mehr bin und 20 Schulfreunde habe, die sich jeden Tag der Ferien am See treffen. Also schwelge ich in Erinnerungen und schwebe in einem Raum zwischen Erwartung und Realität. Letztes Wochenende entschied ich, ein paar Tage im Garten meiner Oma zu verbringen. Alleine. Ohne Familie, ohne Freund, ohne alles. Nur ich und mein Buch und der Wald. Eigentlich war der Plan, das Ganze zu vloggen und direkt ein Video daraus zu machen. Blöderweise hatte ich alle funktionierenden Speicherkarten zu Hause vergessen. Was im ersten Moment eine Enttäuschung war, fühlte sich schnell wie Fügung an. Da wollte ich doch ernsthaft an dem Wochenende, das ich mir für meine mentale Gesundheit und Entspannung genommen hatte, um im Hier und Jetzt zu sein, den Kopf auszustellen, rund um die Uhr filmen? Was für eine geniale Idee. Durch diesen kleinen Umstand der vergessenen Speicherkarten war ich also gezwungen, wirklich nichts zu tun. Und auch nicht darüber nachzudenken, was ich noch alles machen könnte, um ein interessantes Video zu produzieren. Also bin ich gefühlte 100 Mal durch den Wald spaziert, zum See gelaufen, habe einfach nur gesessen und dem Wind gelauscht oder gelesen. Trotzdem habe ich den ein oder anderen Moment mit dem Handy gefilmt. So ganz ohne ging dann doch nicht. Aber die meiste Zeit war ich einfach nur anwesend. Und mehr nicht. Und es war okay. Thank you.
Ihr wollt jetzt sicher hören, dass meine Stimmung nun wie ausgewechselt ist und ich endlich das wahre Sommerglück spüre. Das ist aber nicht so. Und vielleicht wird es auch gar nicht passieren. Was nicht heißen soll, dass es nicht Momente gibt, in denen ich glücklich bin. Die gibt es. Aber es gibt eben auch viele Momente, in denen ich wieder in meiner Wolke schwebe. Mal sehen, ob ich aus ihr herauskomme. Vielleicht im nächsten Sommer. Vielleicht auch nicht. Was ich damit sagen will, ich muss lernen, meine Emotionen anzunehmen. Dr. Anna Lembke beschreibt in ihrem Buch Die Dopamin-Nation, dass wir in einer Zeit der ständigen dopaminstimulierenden Reizüberflutung leben. Die sozialen Medien, unsere Handys, Drogen, Glücksspiel, Konsum, 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 Sex, Arbeit. Wir sind alle süchtig nach Vergnügen. Doch alles, was hoch fliegt, muss bekanntlich auch wieder runterkommen. Und weil Genuss und Schmerz in einander überlappenden Hirnregionen verarbeitet werden und mittels eines entgegengesetzten Mechanismus funktionieren, den Dr. Lembke auch als Genuss-Schmerz-Waage bezeichnet, sind wir alle trauriger als je zuvor. Mein Gehirn schüttet zum Beispiel beim Scrollen durch Instagram extrem viel Dopamin aus. Immer, wenn ich wieder auf Instagram gehe, passiert das Gleiche. Es wird so viel Dopamin ausgeschüttet, dass ein Spaziergang zum Beispiel oder eine alltägliche Aktivität da nicht mehr mithalten kann. Das heißt, bei anderen Aktivitäten fühle ich mich nicht mehr gut, sondern vielleicht sogar taub oder traurig. Ich lebe nur noch in Extremen. Entweder Mega-Genuss oder Mega-Schmerz. Und leider überwiegt bei jeder Sucht am Ende der Schmerz. Um das Gleichgewicht meiner Waage wiederherzustellen, müsste ich grundlegend etwas an meinem Lebensstil verändern. Ich spreche hier für uns alle. Jede verdammte App ist darauf ausgerichtet, uns mittels Dopamin abhängig zu machen. Unsere Lebensmittel, unsere Unterhaltungsmedien, unser Kaufverhalten, sogar unsere Medikamente. Einfach alles. Kein Wunder, dass beinahe alle Bekannten und Freunde und deren Freunde und Bekannten in psychotherapeutischer Behandlung sind. Die ganze Welt ist scheiße. Und man kann ihr nicht mal entkommen. Oder doch? Doch, man kann. Aber man muss es auch wollen. Und meistens wollen wir erst etwas verändern, wenn es uns bereits schlecht geht. Ich zum Beispiel habe es mir zum Ziel gesetzt, meine Instagram-Sucht loszuwerden. Der erste Schritt bei der Suchtbehandlung ist immer die Erkenntnis. Dann folgt bekanntlich auch die Abstinenz. Ich will hier jetzt nicht zu tief in dieses Thema eintauchen, das ist vielleicht Stoff für ein nächstes Video. Jedenfalls versuche ich, anstatt auf Instagram zu scrollen, lieber ein Buch zu lesen und mein Gehirn umzupolen. Also gebe ich mich meinen Stimmungen und psychischen Problemen nicht hin, sondern ich arbeite aktiv daran, sie zu bessern. Natürlich ist meine latente Instagram-Sucht nicht der alleinige Auslöser für meine Missstimmung. Die ganze Welt ist eine einzige Missstimmung. Mein eigentliches Problem ist also größer, komplexer als eine Sommer-Winter-Depression oder eine Scrollsucht. Es ist vielfältig, so wie ich es nun mal bin. Hi, ich wollte mich nur noch mal kurz bei euch melden, um euch zu sagen, warum ich dieses Video heute eigentlich gemacht habe. Ich glaube, es ist ein bisschen so, dass ich einfach mal darüber sprechen wollte, wie es mir gerade geht, weil ich das Gefühl habe, vielen von euch geht es genauso. Es ist sogar sehr wahrscheinlich, dass genau du, der hier gerade das Video guckt, der oder die, sich genauso fragt, warum bin ich eigentlich gerade nicht glücklich und was kann ich dagegen unternehmen? Ich empfehle euch auf jeden Fall die beiden Bücher. Das eine, darüber habe ich gerade schon geredet, nennt sich Die Dopamin-Nation von Dr. Anna Lembke. Da geht es so ein bisschen um unsere modernen Süchte und wie man dagegen irgendwie vorgehen kann. Ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend und empfehlenswert. Und ein anderes Buch, das ich auch gerade lese, das ich super, super spannend finde, ist Das erschöpfte Gehirn von Dr. Michael Nehls. Da geht es so ein bisschen um den Ursprung unserer mentalen Energie und warum sie schwindet, um Fokus, Willenskraft, Energie etc. Und es ist auf jeden Fall sehr medizinisch und wissenschaftlich geschrieben, aber gibt einem einen sehr guten Einblick in unsere Evolution, in unsere Körperfunktionen und auch wieder, was wir eben tun können, um
unserem Gehirn zu helfen, die bestmögliche Aktivität aus sich herauszuholen. Meine Wörter sind nicht ganz so schön wie die von Dr. Nils, aber ich empfehle diese beiden Bücher euch auf jeden Fall. Lest sie, ihr kennt eure Symptome, eure Probleme am allerbesten und ich glaube, es hilft jedem, sich ein bisschen damit zu beschäftigen. Ansonsten sage ich erstmal danke, dass ihr mir heute zugehört habt. Ich freue mich auf die nächsten Wochen mit euch, also falls ihr dann noch da seid. Bleibt bitte gesund, bleibt glücklich, genießt den Sommer so gut ihr es könnt und schafft und macht euch nicht irre, wenn ihr ihn nicht ganz so sehr genießt wie scheinbar alle anderen. Und ja, ich sehe euch nächste Woche. Bye, bye.